Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin im neuen Lager der Buschka Family. Geplant war das Ganze schon vor etlichen Wochen. Letztes Wochenende war ich mit T-Shirt auf einer Offroad-Messe. Ja, jetzt liegt hier Schnee. Was passiert? Naja, egal. Da seht ihr schon mein Schlafsetup, mein Tarp mit meiner Hängematte. Morgen geht es daran, in dem neuen Lager noch ein paar Sachen zu bauen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Für morgen sind minus 7 Grad in der Nacht angesagt. Wird bestimmt spannend. Und das eine oder andere Bauprojekt gibt es auf jeden Fall auch. Wir müssen eine Toilette bauen, also ein Toilettenhäuschen bauen. Und noch ganz viele andere Sachen. Und ich würde sagen, viel Spaß in dem Video. Bevor es Abendbrot gibt oder die Dämmerung völlig kommt, machen wir jetzt gerade, also wir sind die Dudes da vorne, machen wir eine Runde um das Camp, um einfach mal zu gucken, wo ist die Buschka Family jetzt eigentlich zu Hause. Ich bin gespannt auf die Gegend, schon das ein oder andere gehört und freue mich auf jeden Fall mega auf dieses Wochenende. Auch wenn es arschkalt werden soll. Guten Morgen, ich bin aus meiner Hängematte mittlerweile rausgekrabbelt. Ich muss sagen, ich habe geschlafen, ja, aber es war trotzdem kalt. Ohne Underkilt ist schon sportlich. Wir hatten heute Nacht minus 2 Grad. In der kältesten Stunde 4 bis 5 war es nochmal minus 3. Es ist schon ordentlich. Und ich brauche jetzt erstmal einen warmen Kaffee, damit ich wach werde und damit mir auch wieder ein bisschen wärmer wird. Und dann gucken wir mal, was der Tag heute bringt. Heute wird gebaut. Das wird bestimmt ein richtig geiler, spannender Tag. Masse. Gut, ne? Ja. Hinter mir die Jungs, die bauen jetzt gerade die Toilette. Die zwei Pfosten stehen schon, die anderen Einschlaghülsen sind auch schon im Boden und ansonsten haben sie schon ein relativ tiefes Loch gebuddelt. Ja, wird so langsam hier im Camp. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Shelter und gucken, was die Jungs denn da so machen. Ich weiß, dass die auf jeden Fall, ja, man hört Werkzeug, es lebe die Akkutechnik, ne? Muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Nicht alles ist immer negativ oder schlecht. Ja, man kann auch alles mit der Hand sägen. Aber bei dem Bauvorhaben, was wir hier vorhaben, in dem Wochenende, ist das schon nicht verkehrt.
So, Zeit gebrückt. Ich wechsle einmal die Seite, weil mein Arm lang schwer wird. Ich bin das mit der Kamera tragen nicht gewohnt. Ich brauche einen Kameramann übrigens. So, da ist noch die Ausrüstung. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, dann kommt hinter mir der Shelter. Jawohl. Das wird das Kernstück, das Hauptstück. Nachher für viele Menschen Platz. Im hinteren Bereich, da kommt jetzt noch die Sitzfläche. Seitlich dann auch. Und vielleicht sogar noch die Wände. Dach muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Hier in dem Bereich soll, glaube ich, noch ein Tisch entstehen, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, noch ein bisschen was vor uns heute. Weiter voran. Die beiden Seitenwände sind schon da. Jetzt haben sie gerade den Mittelpfosten gemacht, wo nachher auch die Tür rankommt. Wird ein schönes Ding. Hier entsteht gerade ein Trapperbett oben. Da kann man dann einfach sein Tarp drüber schmeißen, nach den Seiten abspannen und unten, da kommen gleich auch noch Äste drauf.
Und dann kann man sich da schön drauflegen, gemütlich und geschützt schlafen. So, Stand heute. Das Bett unter Konstruktion ist schon, da kommt jetzt gleich noch die Beplankung drauf. Aber meine Akkus verabschieden sich. Deswegen machen wir jetzt eine Tour, um einfach mal zu gucken, wie weit sind wir denn heute alle Mann eigentlich gekommen. Und wie gesagt, da ist schon mal das Bett. Fast fertig. Hauptelement der Shelter. Plan oben ist drauf. Für die Sitzecken ist auch schon viel gebuddelt worden. Sind noch die Stämme alle dahingelegt worden, damit das alles nicht absackt. Auch ein sehr guter Fortschritt. Und jetzt gucken wir mal. Hinter uns noch, auf der Seite, der Tisch. Der Tisch ist auch fertig geworden. Und jetzt gehen wir mal zur Toilette. Hier wird auch immer noch munter weitergebaut. So langsam verschwindet aber auch das Licht hier. Vorne Tür kann fast eingesetzt werden. Oben wird noch das Dach gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns den Endstand, wie das alles ist, bei meinem nächsten Besuch hier an. Jawohl, 2 Tage neigen sich dem Ende. Ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen. Ist ja mal eine andere Version. Hinter mir der Shelter, hat sich vieles getan. Ihr habt es im Video gesehen. Das Bett hinter mir, da wird immer noch gebaut. Und unten am Toilettenhäuschen ist auch immer noch richtig was los. Vorhin, ein bisschen übersprungen, neben mir steht einmal der Justin und da steht einmal der Ben von der Buschkopf Family. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier fertig eigentlich aussieht, dann würde ich sagen, geht unten einfach mal auf den Link und da seht ihr, was die Jungs nämlich alles so machen. Die bieten nämlich schöne Survival-Kurse an in verschiedenen Etappen, je nachdem, was für euch passt, wo ihr euch wohlfühlt. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, weil dann lernt ihr die beiden Dudes nämlich mal näher kennen. In dem Sinne, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.